So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben wieder eine kleine Challenge für euch vorbereitet, beziehungsweise habe ich dem Kesto gesagt, der Kesto soll mal eine Challenge machen, dass ich die nachmachen kann. Ich habe nämlich gedacht, ich kaufe so oft, beziehungsweise Pupsi sagt immer, willst du wieder so einen Saft? Komm, ich kaufe mal Saft, der ist im Angebot, diesen Granini-Saft. Und meistens kaufen wir irgendwie Banane, weil die den auch manchmal nimmt zum Mischen mit saure Kirsche oder so, wenn sie mal sich einen trinken möchte. Ich habe gemerkt, wenn ich den Granini-Saft wirklich mal aufmache, weil ich Durst habe und nehme einen Schluck, habe ich das Gefühl, dass die Flasche immer nach einem kurzen Schluck immer schon fast leer ist. So habe ich gedacht, warum nicht eine Challenge machen, einfach mal gucken, eine Granini-Flasche auf Ex, wie lange braucht man, um eine Flasche Granini auf Ex zu trinken? Adi Schatz! So, jetzt habe ich gedacht, wenn ich das mache und der Kesto das danach macht, kriegt das keiner mit. Ich wollte den Kesto ein bisschen pushen, habe gesagt, Kesto, pass auf, ich will diese Granini-Challenge machen. Ich sage dir, wie es geht, nimmst eine Flasche, guckst, wie lange du brauchst, um die leer zu trinken. Selbst wenn du es nicht auf Ex schaffst, guck einfach, wie lange du brauchst, auch mit absetzen oder wie auch immer, um die leer zu machen. Jetzt hat Kesto den Versuch gemacht. Ich blende mal kurz ein, was Kesto gemacht hat. Go. Hallo. So, meine Freunde, das war meine Granini-Saft-Challenge. Ich habe es unter einer Minute geschafft. Für diese Challenge nominiere ich dich, Ramses der Dicke. Du bist dran. Schaff es schneller, schaff es besser als ich. Da habt ihr gesehen, was Kesto gemacht hat. Die Community war empört, hat gesagt, sowas Dämliches habe ich noch nicht gesehen. Der Rest hat gesagt, geil, bitte mehr davon. Kesto, du bist der Beste. Also war komplett gespalten. Dann kam der Bo und der Bo hat gesagt, okay, er hat sich jetzt auch mal die Banane genommen und hat diese Challenge gemacht mit der Banane. Das Ergebnis seht ihr hier. Leider hat der Bo es nicht ganz geschafft, musste abbrechen und hatte wenigstens Banane, ja? Das ist nämlich das nächste Ding. Dann kam Thomas und Thomas, ihr kennt alle Thomas, wer ihn nicht kennt, lernt ihn jetzt kennen. Thomas, der isst sowas zum Frühstück sozusagen, der hat auch die Granini-Challenge gemacht, aber mit Multivitamin als Sorte. Das Ergebnis seht ihr hier. Auf die Plätze, fertig, los. So, das Ding ist leer. Eine ganze Granini-Flasche. Ein Liter. Multivitamin habe ich genommen. Das sah auf jeden Fall vernünftig aus. Einer, der es geschafft hat, einer, der es richtig gemacht hat und einer, der eine richtig gute Zeit hatte. Das Einzige, was ich jetzt sehe, Multivitamin. Ich glaube, Multivitamin kannst du besser trinken als Banane, weil Banane halt richtig dick und fropfig ist. Ob das so ist oder nicht, werden wir uns jetzt angucken, denn ich werde es jetzt auch probieren. Einfach mit der Banane. Und wenn meine Zeit wirklich total schlecht ist und ich komplett abstink, dann bin ich so ehrgeizig, dass ich das bestimmt mit Multivitamin auch nochmal probieren werde. Der Bo hat sogar noch einen zweiten Versuch dann gemacht mit Banane. Das können wir jetzt auch noch mal kurz einblenden. Er hat es nämlich beim zweiten Mal geschafft, die Banane zu trinken.
Einfach Granini, Trinkgenuss, Typ Banane, das ist ein Liter in der Flasche. Wir schütteln das nochmal kurz. Ich weiß nicht, ob es besser ist, ob man steht oder sitzt, wie das alles da reingeht. Ich habe heute noch nichts gegessen, ich habe heute noch nichts getrunken. Ich habe gerade mein WrestleCrate UK Unboxing gemacht. Ich habe ein Community Raid gemacht. Adi, guck mal Adi, Banane, Banane. Nein, Banane ist schlecht. So, ja, du sollst, Multivitamin würde aber, glaube ich, genauso reagieren. Wir setzen jetzt an, wir blenden das ein. Ich habe keine Stoppuhr, ich habe keine Zeit. Ich sehe erst nach dem Video, wenn ich die anderen reinschneide, ob das gut oder schlecht war. Und ansonsten, peace out, vorhaut, euer Ramses. Moment, so. Oh mein Gott. Oh, drück das auf den Magen. Oh. Alter, das fühlt sich an, als hättet ihr jetzt gerade einen Backstein in euch reingeschlungen. Oh, es drückt so. Ich glaube, Thomas hat auf jeden Fall eine bessere Zeit gehabt. Und dann sieht man mal, wirklich Respekt an jeden, der das ganz trinkt, ohne abzusetzen und das durchziehen kann. Zwischendurch habe ich erst gedacht, ich ersticke, weil ich einfach keine Luft kriege und ich nicht gleichzeitig atmen und schlucken konnte. Dann musste ich kurz aufhören zu schlucken, damit ich kurz mal... Dann musste ich das nochmal und nochmal und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie sie so ein immenser Druck im Magen aufbaut. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt also gut oder schlecht war. Auf jeden Fall haben wir das, haben wir das jetzt gemacht. Aber wenn die Zeit wirklich mega schlecht ist im Vergleich zum Thomas, dann kann ich das nicht auf mir sitzen lassen. Dann werde ich das Ganze mit Multivitamin wohl nochmal probieren, die hoffentlich besser runtergeht und nicht so heftig drückt. Also Banane ist wirklich, ich glaube, Banane ist High Level. Banane, ich glaube, ich werde nie wieder Banane trinken. Ansonsten, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch natürlich gerne mal betun und schauen, wie lange ihr braucht, um da einen Liter Granini-Bananensaft zu saufen. Schreibt eure Zeit in die Kommentare oder schickt mir Videos. Wenn ich Videos kriege von euch zum Beispiel, dann kann ich dann nochmal Zuschauer machen, die Granini-Saft-Challenge hochladen und eure Videos da reinpacken. Das wäre doch auch eine lustige Sache. Spaß mit der Community. Also wer Bock hat, kann das gerne machen. Ich nominiere niemanden. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr mal probieren. Ist nicht gefährlich. Wenn ihr merkt, es geht nicht mehr, dann hört halt auf zu trinken, wenn es euch zu viel ist. Und vor allem holt Luft, nicht wie ich. Adi? Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.